Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Awaken Chaos Arena. Viel Spaß! Okay, und wir sind hier und es geht los. Gehen. Gratis. So, schon mal gut. Anfangen und sofort gratis Geschenke abholen. Ach, da. Wie? Oh, da ist ja noch mehr. Krieg ich den auch noch? Nee. Nur 5. Muss ich morgen noch mal spielen, dann kriege ich den. Morgen. Morgen bist du soweit. Morgen bist du dran. Morgen. Aber morgen seid ihr nicht mehr da. Und 2 Diamanten. Ja, kostet Geld. Ich möchte lieber kein Geld bezahlen. 120 Nahrung. Beschwören. Nur eine umsonst, nicht 10. Schade. Und daraus. Ein Ork. Ich brauche noch 2, dann kann ich 10 beschwören. Ja, kann ich dann. Hier kann ich sogar 10 beschwören. 10 normale. Machen wir mal. Und? Was kommt da raus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neue. 7 neue habe ich. Und was habe ich hier? Ne, dort geht nichts. Da geht nichts. Dann schau mal in der Gilde nach. Batak die German, meine Gilde. Einloggen. Kampf. Oh, geht in den Kopf. Ah. Ich glaube, das war auch die ist, glaube ich, stärker. Aber wenn die da ist, kriegen die anderen mehr Schaden bei uns, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so genau. Schon lange, lange her. Ich finde den Würfel cool. Auto ist da oben rechts und ein Schnelldurchlauf. Oh, einer schon tot. Schon warm hier in der Wohnung. Oh, und ich habe den Pullover angezogen. Oh. Für meinen nächsten Kampf. Oh, mit. Oh, jetzt ist er besser wie sie.
Er hat sie überholt. Er war vorher nur 14, jetzt ist er 15. Er hat ein Level abgekriegt beim Bosskampf. Ich wollte eigentlich gerade andere Charaktere nehmen. Am Bosskampf, aber habe ich mir gerade gedacht, oh, da jetzt besser geworden ist. Schauen wir nochmal nach. Ob was. Oder ob es jetzt besser geht. Ja. Drei Leben abgezogen. Ach, sie kriegt den Ring. Mehr Leben, Verteidigung oder Widerstand? Kriegst du Widerstand? Max Level. Okay. Da müssen wir mal gucken. Ja, hier auch zweimal Max Level. Also, ich muss auf jeden Fall immer mit denen hier kämpfen. Der ist ja episch. Und ich würde sagen, mit denen beiden, weil die lila sind. Und der, weil er drei Sterne hat. Schau mal meine neuen Charaktere an. Okay. Zombie. Kaiserlicher Krieger. Ein Zwergin. Eine Eidechse? Magier. Okay. Dunkelzwerg. Sieht doch ziemlich groß aus für Zwerg. Bogenschützen. Der Ork. Ah, der ist auch wieder. Dann werde ich den hier anscheinend mal ein bisschen aufputschen, ja? Okay. In Details. Erstmal Ausrüstung. Habe ich für ihn ein Schwert? Ich habe ein Schwert. Kriegt den Dolch. Eine Axt ist besser. Beides die gleichen. Na gut. Kriegt er so eine Wutaxt. Oh, da habe ich leider nichts von. Kein Helm. Rüstung. Aber das ist für Magier, ne? Ich brauche vier solche Flügel. Hab ich nicht. Ein Wutring. Ah.
Ah, hier, ich gebe den Ork mit Wut. Da habe ich nur alles durcheinander. Brauche noch zweimal Wut. Da beim Vierer sitzt er. Yeah. Aufstieg. Geht noch nicht. Infos verbessern. Ah, bis auf Level 20. Geht immer noch nicht. Warte, ist die scheiß Erkältung weg? Ach ja. Gut, dann ist er jetzt hier oben auch auf Max-Level. Dann würde ich den halt zu Hause lassen und mit den anderen vier spielen. Shit. Quest. Das habe ich. Das habe ich. Und das habe ich. Sammeln. Oh, hier. Drei Steine zum Beschwören. Magischer Pass. Oh, ich habe den neuen Charakter. Legacy Charakter. Ja. Oder kriege ich den später erst? Ich will den jetzt haben. Wo gibt es den? Da ist er. Wenn ich kaufe bei Gratis, ist er bei Gratis auch dabei. Ja. Also, habe ich den jetzt oder habe ich den nicht? Was soll ich da noch aus? Mist. Als Buch Biografie muss ich mir anschauen. Einmal schnell durchlesen. Okay. Okay. Ja. Okay. Haben wir gemacht. Also es ist ein Ort. Training. So, dann wollte ich den hier wegpacken und den einsetzen, weil das meine Stärksten sind. Eigentlich ist er der Stärkste, aber er ist blau. Er ist nur blau. Grün-grau ist noch schlimmer. Aus wie bei den meisten Spielen Crap. Naja. Auto. Schnell durchlaufen. Hat einer nur mit Zwergen alle Dingens gemacht. Auch cool. Ja, das habe ich ja bei Marvel auch vor. Einmal nur mit X-Männer, sage ich mal. Oh, X-Frauen, X. X-Mans, X-Womans. Was aufzustellen, aber da habe ich nur ein. Und so weiter und so fort. Da bis ich dahin komme, brauche ich ja noch so viele Charaktere. Ach je, ach je. Jo. Der erste Sieg ist meins.
Der Dungeon. Kopfgeld hier. Okay. Ich bin gesperrt. Ich muss auch den hier machen. Kann ich die beiden tauschen? Ja. Obwohl es eigentlich egal ist. Weil bei den Spiel stehen sowieso alle nebeneinander. Ah nee, doch nicht. Da steht mein Tank ganz hinten. Ich weiß gar nicht, ob er auch ein Tank ist. Auf jeden Fall ist er ein Nahkämpfer. Also eigentlich muss sie hier ganz hinten stehen. Es regnet Eis. Oder Blitz. Level up. Ich habe so einen Hamster gekriegt. Eine Quest. Okay, ich habe jetzt alle roten Punkte abgesahnt. Hier steht noch einmal neu. Achso. Halloween. Energiekosten. Endet heute und das fängt heute an. Aber ich werde jetzt auf die Queste gehen und meine Dailies machen. Das sind ja nicht mal viel. Keine Herrschaft fünfmal. Ich muss also auf 4-3 kommen. In der Kampagne. Abenteuer. Ich bin jetzt bei 2-S1. Warte mal, S1, das war hier. Nee, das ist. Nee, nee, S1 meine ich. Da ist vorgegeben und dann müssen wir gegen den einen Typen kämpfen, gegen den ich immer verliere. Kapitel 1, 2, 3. Gewöhnlich. So, 100%, 80%, 100% da. Den muss ich durchspielen. Oh, ne, wir gehen da hin. Do not treat me like a beast. Der weg und der weg und die beiden bleiben da. Der rein und der rein. So, meine stärksten Leute sind drin und dann kann es ja losgehen. Du.
3 Wellen. Ein Zentaur. Cool. Immer so, wenn ich Zentauren sehe, denke ich an mein damaliges Spiel, das ich damals hatte. Ist das so eine Art Final Fantasy, war das? Ist durch die Gegend gegangen und dann hast du mal Leute kennengelernt. Und da hatte ich dann das einmal durchgespielt und da hatte ich voll viel Zentauren gehabt. Da habe ich mir gesagt, boah, cool. Da habe ich es nochmal durchgespielt, da habe ich nicht einen einzigen Zentaur. Voll komisch. Aber doch, ich glaube, ein, zwei habe ich gehabt, aber hoffentlich so viel wie vorher. War ein cooles Spiel. Ich weiß auch leider nicht mal, wie es heißt. Obwohl, ich habe das auf der Playstation. Mit so einer Box drin, wo Sonic und so drin sind. Ich muss gleich mein Pullover rausziehen. Das ist so wahr. Den habe ich doch gerade gewonnen. Hier. Den? Nee, den. Oh, mein Zauberfang ist einzusetzen. Ich muss mein Pullover rausziehen. Oder? Oh. Okay, aua, aua. Wieder da. Schon viel besser. Liebst würde ich ja rausgehen und draußen mich irgendwo hinlegen, aber ich bin krank. Da ist vielleicht keine gute Idee. Erstmal einkaufen, klar. Muss ja raus. Jawohl, und down ist er. Oh, wieder ein Beschwörungsstein. Kristall. Ne, da werde ich jetzt nicht eintreten. In der Stufe 2.
Ich werde aber jetzt einmal kurz nachgucken bei meinen Helden. Da war der eine neue. Ist auch nur ein grauer. Aber der ist lila. Von lila habe ich noch keinen, glaube ich. Nee. Ich habe nur Wasser, Grün und Feuer. Und ich kämpfe nur mit Wasser und... Ich sag mal, Grün ist Erde. Wasser und Erde. Kampf. Angriff. Dedede. Oh, Auto ist schon eingeschaltet, das ist gut. Ich freue mich nur noch hinterlegen und zuschauen, dass ich gewinne. Gegner sind schon Level 28. So ein kleines Video finde ich eigentlich immer ganz cool. Aber was ich nicht verstehe, ist bei den Ohr ab. Da schlägt vorher zwei Orks immer so weg. Obwohl er gar kein Ork ist selbst. Dann greift er den Hinter an. Also da könnte man das vielleicht machen. Ah, kurz. Ich meine, von wegen, da könnte man das machen, dass er immer die beiden hier wegschlägt, die da sind. Wenn da welche sind. Dass er dann hochspringt. Aber wenn die tot sind, jetzt schlägt er kein. Oder so. Ist ja auch egal. Das ist sowas von egal. Oh, da war ein Helm mit Wut. Ein Wuthelm. Das ist sowas für mein Ohr. Es geht automatisch weiter hier. Dann machen wir halt auch noch. Müssen ja sowieso nach 4-6 war das, glaube ich. Ich habe vergessen. Ich habe mir nur gemerkt, ich muss. Aber sind wir ja gleich. Aber schönes Spiel das. Erwachen. Chaos Ära. Ich mache sowieso solche Spiele gerne. Jetzt hat die hier die Spiele mit den Städten da. Wie heißen die? Zum Beispiel. Lords of Avalon. Ich hätte mal so eine Stadt habe. Dann, wo ich von oben die Stadt sehe und die anderen Feinde von oben und dann immer so angreifen kann. Das Spiel mag ich nicht so gern. Aber sowas finde ich cool. Rise of Kingdom ist auch so ein Spiel in der Stadt immer. Ja, so ist es halt.
Okay, muss ich mein Video machen. Für YouTube, für mein Red Dog. Denn ich habe ja da mein Headset, was ich verlose hier. Da wird heute der Gewinner ausgelost. Und nächste Woche habe ich dann ein WLAN-Router. Vielleicht muss ich. Leute, die ein WLAN-Router brauchen, ist das cool. Könnt dran teilnehmen und gewinnen. Allerdings nur einer kann. Nur ein paar. Ah, eine Wutrüstung. Das ist doch nice. Ich habe da eine Quest abgeschlossen. Okay. Eine Hauptstraße wurde es ätzend. Ich höre mir die ganzen Autos hier angefangen. Nee. Deswegen nehme ich eigentlich immer morgens auf. So um 3 Uhr oder so. Da fahren nicht so viele Autos lang. Okay. Dann geht's zum nächsten Kampf. Ah, da ist es. Da ist es doch. Super, aber es wird langsam schwieriger, ne? Weil es sind doch nur Level 20. Wir brauchen den nächsten Stern. Bei mir war halt der Fehler, ich habe den Borg direkt auf Full Level gemacht. Ich hätte ihn vielleicht erst auf Level 19 machen sollen. So, ich verschenke dir jetzt gerade voll viele EPs. Einmal an diesen, nee, an der Frau hier und an den Ort. Da schlägt er die zwei Orks weg, was ich immer komisch finde. Keine Orks, aber immerhin schlägt er weg. Bei denen auch immer witzig. Das ist alles voller Eis auf einmal. Obwohl die hier nicht schön sind. Bei denen. Ja, okay, bei denen geht das ja. Friert alles schnell ein. Dann nach dem Schlag taut wieder alles auf.
Figurational, aber überspringen Button, zack, überspringen. War es der letzte bei Stage 4? Ich hoffe es. Ah, noch zwei Stück. Okay, das schaffen wir auch noch. Ach, mein Tee. Bei mir ist mal ein bisschen komisch. Bayern-Tasse. Dann von 96 habe ich Sachen. Von Hertha hatte ich auch mal komplettes Trikot gehabt. Ist halt bei mir. Ich bin in Hannover geboren. Deswegen bin ich 96-Fan. Auch wenn die gerade nicht so gut sind. Aber egal. Daher bin ich 96-Fan. Dann. Mein Vater kommt aus Berlin gebürtig und bin halt auch ein bisschen Berlin-Fan. Zwar jetzt nicht so der große Berlin-Fan, aber halt ein bisschen Hertha BSC-Fan bin ich auch. Und damals, wo ich klein war, haben alle immer in der Bundesliga gespielt. Hannover war in der zweiten Liga, Hertha glaube ich auch in der zweiten Liga, weiß jetzt gar nicht. Und dann, ja, scheiße Mist. Dann bin ich mir Bayern München. Noch dazu als dritten Verein. Das sind halt meine drei Vereine am Fußball, wo ich halt zustehe. Hertha BSC, Hannover 96 und Bayern München. Man kann ja eigentlich so sagen, einmal Süden, München, Westen, okay, ist eigentlich eher Norden, aber Hannover und Osten, Berlin. Ja. Und von National, von Nationen habe ich natürlich was von in Deutschland und von Holland. Warum ich Holland-Fan bin, ist eigentlich auch ganz leichter Grund, oder? Das heißt leichter Grund, ist halt so, weil alle mal gegen Holland sind. Und ich weiß nicht warum, seit Kind auf probiere ich immer dorthin zu gehen, bin alle sagen, das ist scheiße. Die sind scheiße, dann probiere ich immer dorthin zu gehen. Jetzt, mein Onkel das damals mir gesagt, ich bin so ein kleiner Rebell. Wenn alle sagen, nee, die sind scheiße, mach das nicht, dann mache ich das. Und möchte sehen, ob es scheiße ist. Die verschwindet. Überspringen, ich kann überspringen. Tägliche Quest fertig. Ach, jetzt ist die tägliche Quest fertig. Das war sogar eine Quest, 5 Dingen zu machen hier. Aber einen muss ich nur machen, oder? Nicht? Gut. Oh, abgestürzt. Na gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Wenn das Spiel automatisch ausgegangen ist, dann war's das für heute. Und ich sage, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.